Und wir helfen ihnen hier. Attacke! Okay, sie greifen mir jetzt schon an. Und wir holen uns dabei einen Schatz. Okay, wie schaut es jetzt hier aus? Wir brauchen mehr Holz. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Und dann bauen wir gleich eine Mühle. Yes, heil. Dann geht Nummer 7 hier hin. Zum Holzfällen. Holz haben wir ja genug. Ich brauche ich dann so. Wir haben sogar schon ein Militärgebäude. Also bitte. Dann mache ich gleich mal ein paar Blenker zum Ausgleich, ein paar Musketiere. So, ich hoffe, mein Stuhl quietscht noch nicht so laut. Mache ich gleich die Jagdhunde und das hier und die einfachen Verbesserungen halt. Mache ich keine 10 Jahre herumstehen. Ready. Mehr Dorfbewohner. Heil. Da brauchen wir natürlich auch. Ach so, die kosten 135. Recht. Hoho, die feinen Herren. Ziele, halten Sie durch, Eintrifft, schreiten Sie zum. Wenden Sie sich mit den Indianern der Karibik. Lass mich raten, die sind sicher hier drüben. Ja, ich hatte recht. Und hier vorbeizukommen ist nicht gerade sehr leicht. Ready. Können wir einen Hafen bauen? Nein, das dauert noch bis 200. Wie viele Holzfäller? 9, 10. Commandement, Tillier. Und hier brauchen wir auch noch Leute. Wow, geil. Heil. Dann würde ich sagen. Recht. Was würde ich jetzt sagen? Ja, eine Kaserne. Tausend, 1200. Commandement. Spielerübersicht, okay. Dachte mir, vielleicht sehe ich ja die anderen, dass ich den Notfall auch was schicken könnte. Aber so ist das wohl nicht vorgesehen. Yes. Nachdem er hier fertig ist. Commandement. So, du bist hier fertig, deswegen baust du mir da unten einmal einen Hafen. Hey, der hat ja sehr lange gelebt. Okay. Weit sind sie ja nicht gerade gekommen. Ja, Blenker Musketiere. Heil. Und ich brauche wieder ein Haus. Recht. Wo immer reparieren. Yes. Ready. Mal sehen, den haben wir auch schon voll, genau. Soweit mal. Aha. Cool. Ready. Die Wall.
So da, 1200.000, schaffen wir das. Noch nicht ganz. Okay. Haben wir die 2000? Wo sind die angekündigten amerikanischen Schiffe? Und wir gehen ins Zeitalter 4 mit einem Fabrikswagen. Eine Minute 42. Cool, das macht mehr darum. Nehme ich ihn. Yes. Ah, hier haben wir auch ein Schiff. Vielleicht sollten wir hier oben auch einen Hafen hinbauen. Irgendwie. Hier so hin. Kann ja natürlich nicht schaden. Also wie es ausschaut, wird das wohl alles über See ablaufen. Okay, wir vernichten sie. Und wir holen uns den zweiten Fabrikswagen. Okay, ich muss irgendwo hin tun, wo sie gut geschützt sind. Es sind weitere amerikanische Schiffe eingetroffen. Von der Seite. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Gerade noch rechtzeitig. Belagert das Ossuarium. Beaumont wird uns nicht entkommen. Hier sind die Küstenkanonen und den Tempel. Kommandement. Okay, wir greifen wohl an, wie es aussieht. Yes. Gut, ich habe Lex. Okay. Okay, scheiße, das bin ich komplett falsch angegangen. Tja, das war's mit der Flotte. Das habe ich wohl falsch verstanden, aber ganz ehrlich. Wieso leckt sie jetzt auf einmal so? Es sind weitere amerikanische Schiffe eingetroffen. Ich hole mir jetzt erstmal Geschütze, baue mir alles auf. Dann sehe ich weiter. Heil? Wir haben übrigens auch genug Rohstoffe, dass wir mal das hier machen können. So da! Natürlich geht sich das jetzt nicht aus fürs Haus. Gold, den bla bla. Kennen wir schon. Du recht. Baust du mir noch ein Haus? Welche vielleicht? Okay. Eine Rakete, zweite Rakete. So, weg damit.
Okay, gut. Weiterentwicklung der Truppen geht voran. Ein. Ja, ich brauche trotzdem noch mehr Häuser, es hilft nichts. Du recht. Weil habe ich hier überhaupt 3. Ready, Tilliere. Hey! Yes? Na, sag einmal. Yes, avance. Commandement. Recht. Cool. Ich glaube, hier werde ich mal noch umschalten auf Holz. Oh, ich hoffe, das war's einmal hier soweit. Okay. Dragonäre. Und wir gehen ein Stückchen weiter zurück. Zeitalter 5 würde ich wohl eher vermeiden. Aber ganz ehrlich, mit den Indianerverbündnis wäre ich keine so blöde Idee. Ready. Imeneso. Commandement. Yes. Wir gehen jetzt an Folgendes an. Gott, warum leckt das hier jetzt so? Wir holen uns die nächste Kanone. Achso, jetzt Knochengarde auch noch drüben. Yes. I mean so. Yes. Ready. I mean so. Yes. Ready. Ewol. Commander Ewol. Aha. Warum schießen die nicht? Nee, okay, ist egal. Zurück erstmal. Yes. Ja, dann nehme ich noch die dazu und dann können wir eigentlich schon den ersten Angriff dann starten, soweit. Okay, die starten gerade auf uns einen, aber das ist einmal halt so schlimm. Wir bauen einfach noch ein Haus. Commandement, Tilliere. Commandement. Yes. Yes. Hi. Die Hilfe gehen wieder jagen. Hunte. Hunte. Commandement. Yes. Yes, Imeneso. Hey. Okay, dann holen wir uns noch diese hier. Jetzt sind wir doch ein bisschen weniger wieder. Was? Nee, nicht den. Die hier. Achso, geht nicht mehr. Na dann. Ach, probiert noch ein Haus. Heil. Du holst dir mal den Schatz. Commandement. Yes. Also das ist das Gebäude. Wir holen uns den hier. Ready. I mean so. Yes. Ja, was haben wir da jetzt alles? Wir greifen an. Warte, vielleicht lasse ich die Plague da. Wo ist denn die Olle? Da, du geh weg. Wer weiß, was passiert, wenn die nur stirbt. Jetzt legen wir los. Ready.
Die schicke ich einmal wieder zurück, da haben wir schon wieder ein zu wenig. Okay, ich glaube, wir haben jetzt einmal Zeit für eine Aufnahmepause, weil das fängt hier extrem zu regnen. Die aufs Geschütz. Ja. Und die rücken weiter vor. Jawohl, unsere Verbündeten greifen auch gleich an. Und wir schicken Verstärkung. Und wir kümmern uns ums nächste Geschütz. Das wäre hier. Okay, ich glaube, das liegt einfach generell am Level, dass der so gerade so komisch herumtut. 4000 Holz! Ja, das könnte schon gut hinkommen. Dann machen wir hier mal... Nee, die vielleicht nicht, die sind einfach noch verschwenderisch. Bevölkerungslimit, ah ja. Yes? Yes! Und somit. Okay, das geht auch nicht gut. Der kann die ja wegballern, dann holen wir uns das Indianer noch dazu. So, ich will ja mal da durch. Ich will ja durch die Mauer! Ab durch die Mauer! Holen wir uns noch ein paar Husaren dazu! Wie schaut's hier aus? Wen haben wir noch nicht dazu bekommen? Ganz ehrlich, hier wird sie sogar auszahlen? Habe ich das da überhaupt? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht, hey, geht's Holz hacken. Forster. Ready, Forster. Commandement. Eine Geschützgießerei wäre vielleicht auch nicht von schlechten Eltern. Und wir gehen weiter hinein. Yes, Commandement. Das Osuarium. Yes. Commandement. Ewol. Yes. Ewol. Imenaso. Yes. Und ein Handelsposten. Dann haben wir auch Indianer. Yes. Commandement. Hier durchzukommen wird sehr interessant werden. Okay, wir haben so viel Holz. Machen wir mal eine Standardgeschütze. Ja, wer sagt, dass ich nicht hier da drin ein paar Häuser bauen kann? Drin werden sie nur im Weg. Okay, das war's. Gut, dann haben wir wenigstens die einmal voll. Ja, wie der da rumhängt, das ist unglaublich. Warte nur noch ab, bis der yes. Hier fertig ist. Yes, und hier bauen wir auch mal ein Schiff. Na los, bau schneller, du weiter. Okay, jawohl. Dann bombardieren wir das Osarium.
Okay, wir brauchen noch einen Schuss drauf. Geht sich das vielleicht aus? Ja los, wir müssen rein. Dass sie die Mauer nicht automatisch angreifen, wundert mich schon. Commandement. Commandement. Yes. Wir sind ja 10.000 Mal abgesichert hier. Okay, der könnte auch ruhig aufhalten. Was da? Jawohl! Da gehen sich die hier aus? Ne, da braucht die wieder 2000. Aber ganz ehrlich, es ist eh schon egal. Wir haben gewonnen! Ja! Geschafft! Das Ossuarium ist gefallen. Aber ich will sicher gehen, dass Beaumont tot ist. Sie haben gewonnen, aber Pomo, den werden wir noch vernichten müssen. Von diesem Tag sind mir am stärksten Gerüche in Erinnerung geblieben. Schwarzpulver, Schweiß und der Geruch des Todes. Geil. Vielleicht habe ich aber auch nur diesen verdammten Beaumont gerochen. Endlich. War das Wasser des Brunnens all das wert? Ich habe es nie herausgefunden. Ich war mir aber sicher, dass der Zirkel über die Jahre einen riesigen Schatz in dem Ossuarium angehäuft hatte. Onkel Kenyon Kay meinte, wir dürften nicht vom Blutgeld des Kults profitieren, aber das meiste Gold stammte von den spanischen Schiffen, die Morgan und Lissy versenkt hatten. So wie ich die Sache sah, schuldete der Zirkel von Ossus den Blacks noch eine Kleinigkeit. Meint ihr nicht auch? Jo. Dann schauen wir uns mal die Credits an. Bro Gaming. Ihr habt es also geschafft. Bin den ganzen Weg von Kansas City bis zur Westküste die Schienen entlang gelaufen. Genau. Wir waren zwar nicht die Ersten, aber es war noch ein Stück vom Kuchen übrig. Die Zeitungen schreiben, eure Geldsorgen seien Vergangenheit. Wir haben einige neue Investoren gefunden in Florida und Kuba. Gut, das freut mich. Eure Familie muss sehr stolz sein. Dieses Land gehört nun euch. Euch und Leuten, wie ihr seid. Leuten mit Mumm in den Knochen. Ich würde ja gern noch plaudern, alter Mann, aber der Zug kommt. Ihr habt den Zirkel zerstört. Und das innerhalb eures so kurzen Lebens. Was habt ihr gesagt? Verpasst euren Zug nicht. Okay. So, wir laufen mal die Credits durch. Lassen mal die Credits durchlaufen und ja. Spannend. Wie zum Beispiel man im ersten Akt noch mit der Kanone schießt und im dritten wieder darauf zurückkommt. Das Spiel hat es eigentlich storymäßig ziemlich in sich soweit. So, natürlich machen wir die Erweiterungen auch. Okay, sobald die Credits vorbei sind, mache ich dann eine Aufnahmepause und werde dann einmal mit dem Schneiden beginnen. Letzte Folge von Akt 3 werde ich dann einfach länger machen mit den Credits oder so irgendwie, oder mache ich das komplett anders, ich weiß es noch nicht. Okay. Marketing und Bär Chris Lee. Lokalisation Virginia Spencer. Administration Samantha Dougherty Sindel. Ja,
Gut, alle Namen lese ich da jetzt sicherlich nicht vor. Okay, wir sind bei 1 Stunde 5 Minuten. Ich glaube, die letzte Folge wird einfach dann so von der Aufnahmesession wird dann vielleicht einfach eine 30-minütige mit den Credits dazu, dass sich wahrscheinlich eh keiner anschauen wird. Ja, was war denn jetzt das nächste Erweiterung? Ich glaube, das war ja das mit den Indianern da. Und danach der Asian Dynasties und vorher genau War Chiefs. Warlords, bin ich schon bei WoW oder was? Okay. Was gäbe es noch zu sagen? Ja, habe ich jetzt Crisis-Problem dabei einmal gelöst habe? Glaube ich schon, aber ich habe jetzt nur Angst, ich meine, ich lade jetzt gerade eine Folge hoch, dass einfach das Bildformat dann kleiner ist als das komplette Fenster, also dass dann einfach ein schwarzer Rand ist, das ist ja natürlich auch nicht gerade toll. Sollte ich vielleicht beim nächsten Mal aufnehmen, die Auflösung einfach jedes Mal umstellen, weil irgendwie übernimmt er das hier nicht. Muss ich schauen. Okay. Ich werde das dann einfach weiterhin als Staffel 1 weitermachen, auch mit den Erweiterungen. Und dann irgendwann, wenn sich einmal wer anderes finden lässt, mit dem ich online zocken könnte, gegeneinander oder miteinander, das wird dann Staffel 2. Okay. Intel, Nvidia, Discreet. Was da alles dabei war. Okay, dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Tschüss, bis zur nächsten Session. Auf Wiedersehen.